Moin Moin Leute, hier ist Janis hier und willkommen zu einem kleinen Infovideo. Und zwar geht es um den Boa Raid Boss auf der japanischen Version. Er wurde vor kurzer Zeit geleakt sozusagen, oder was heißt geleakt, der wurde in der Zeitung vorher bekannt gegeben, dass der kommen wird, der Raid Boss Fight. Jetzt haben wir die Bestätigung, er ist vom 25.12. bis 26.12. in der japanischen Zeit da. Ich habe ein paar Informationen für euch und dann am Ende einfach nur noch, also ich kann euch ein paar Informationen mehr darüber geben, alles was ich weiß. Die Schwierigkeit wird bei 40 und 60 Stamina liegen, genau wie bei Kuma, also ich denke, das wird jetzt das neue Standard sein, 40 und 60 Stamina. Aber kann auch sein, dass der Charakter einfach nur sehr, sehr schwer ist. Ja, 40 und 60 Stamina. Der Typ ist, soweit ich weiß, ich gucke mich nochmal eben um, damit ich da euch kein, nichts Falsches hier erkläre. Es ist nämlich dieses Foto, was geleakt wurde, sozusagen, zeigt, dass sie ein... Also sie hat einen Lebenswert, ist aber sehr, 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 sehr schwer zu erkennen. Aber ich, so wie ich das sehe, ist das eine gelbe Leiste, das heißt, sie ist ein Psy-Charakter. Ja, zwei Informationen, genau, gut. Next Friday. Okay, Psy-Unit, gut, habe ich mir nicht geirrt. War ein bisschen verschwommen auf dem anderen Foto. Das brauche ich euch aber nicht wirklich zeigen, deshalb, ja, ist nicht wirklich gut. Das ist einfach nur ein Ausschnitt aus einer Zeitung, das wurde ein bisschen früher bekannt gegeben, das Ganze. Und ihr seht schon, auf dem die ganze Ansage ist auf dem Bildschirm drauf. Genau das wurde zu der offiziellen japanischen Webseite gepostet. Und ja, das ist also nur die Bestätigung dafür. Was das natürlich heißt für alle japanischen Accounts, die eine Legendary Boa haben, heißt es einfach nur, ihr könnt eure Boa sockeln. Das ist sehr, sehr nice. Ich glaube, da haben auch relativ viele Leute gewartet. Also so wirklich sockeln zu können, ohne auf die Bücher selber, ja, warten zu müssen auf die Sockelbücher selber. Das ist wirklich der größte Unterschied, den ihr hier wissen müsst. Für alle, das ist eine sehr, 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 sehr gute Nachricht für alle, die eine Boa auf Japan haben. Und ja, ich bin gespannt, was sie für eine was sie für eine Fähigkeit hat. Wie gesagt, das weiß noch keiner. Das müssen wir sehen. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das Ganze aussieht. Wie gesagt, Boa ist ein sehr, 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 sehr guter Charakter. Vor allem ein sehr, sehr nicer Charakter. Und hey, Boa ist Bay, ja. Also so läuft das. Und ja, ich bin gespannt, wie viele Leute das wirklich schaffen können. Wie gesagt, ihr braucht da ein sehr, sehr starkes In-Team dagegen wahrscheinlich. Wie gesagt, yay. Ich bin gespannt. Ich will eigentlich nur eure Meinung dazu wissen. Was denkt ihr darüber? Denkt ihr, ihr schafft das Ganze? Was denkt ihr, was sie für eine Fähigkeit hat, da sie jetzt ein Psy ist? Denkt ihr, sie hat irgendwas anderes? Weil, ich meine, ihre normale Version boostet natürlich Quick- und Psy-Charaktere. Deshalb müssen wir das Ganze mal sehen. Ich will einfach nur dieses Video machen, damit ich eure Reaktion sehe, was ihr darüber denkt. Es ist mal wirklich was Neues. Das ist der erste wirklich Legendary Charakter, der jetzt zum Raid Boss wurde. Ich bin voll gespannt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, wie gesagt, Luki hat zwar sein, zum Beispiel von der Extrainsel, aber ja, für die Sockel, aber ist halt nicht genau dasselbe, vor allem für einen Legendary, den es so nur gab und keine andere Möglichkeit, den zu sockeln. Der als Raid Boss rauskommt, das ist wirklich was Besonderes. Okay, ich wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Meinung. Es hört sich echt sehr, sehr genial an und ich hoffe auch wirklich nur, dass das so episch wird, wie ich mir das Ganze vorstelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wie gesagt, fleißig kommentieren. Das Video ist wirklich, damit ich eure Meinung mitbekomme, was ihr denkt, was passiert. Und ja, eine kleine Diskussion zu starten sogar. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie immer, falls euch das gefallen hat, ein Like da lassen. Und ich habe es auch schon im anderen Video gesagt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, noch ein schönes Wochenende. Was auch immer ihr jetzt macht. Aber das ist erstmal das letzte Video für den Samstag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis denn und ciao.